Ihr Lieben, guten Tag, ich grüße euch. Ja, ich stehe schon wieder da und habe die Hoffnung, dass ich das, was ich erlebe, was ich wahrnehme, übersetzen kann. Es ist zu verrückt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video machen möchte, dann sage ich mir, oh mein Gott, wie drücke ich das bloß aus? Und dann mache ich einfach, weil ich ja zum Glück weiß, dass ihr nicht unbedingt Wert auf Perfektion legt. Und wenn ich dann erstmal angefangen habe, dann geht's auch irgendwie. Ja, was ist zurzeit gerade los? Ich glaube, es geht weiter, was ich von mir selber weiß oder was ich bei mir selber erlebe und auch von vielen anderen erlebe. Die Herausforderungen gehen weiter. Und dass uns das so, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass uns im Außen vieles, vieles um die Ohren fliegt. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Und das ist ja auch das Einzige, was wir ändern können. Also nochmal Thema verliebt sein. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, also da habe ich das ja schon alles ein bisschen relativiert wieder. Und das war jetzt gestern Abend nochmal ganz extrem. Ich habe gestern was erlebt, was ich früher dann auch schon erlebt habe. Also die Situation war wieder ganz, ganz ähnlich oder sogar gleich. Es kam irgendwie, ja, keine Ahnung, zurückrudern von der anderen Seite. So halbwegs zurückrudern. Halbwegs, nicht wirklich, aber so halbwegs. Und, oder zumindest, was man so auffassen könnte, sagen wir es mal so. Nee, zurückrudern war das ja gar nicht, sondern was man so auffassen könnte und was ich früher auch so aufgefasst hätte und sofort völlig traurig gewesen wäre und völlig abgestürzt wäre und Drama wäre wieder perfekt gewesen. Und heute, beziehungsweise gestern war das ja, habe ich mich gleich daran erinnert, wie war das nochmal, Kerstin, Nini, wir wollten uns doch eigentlich lieben. Das ist doch alles, worum es gerade geht. Es geht ja nicht darum, die Liebe im Außen zu finden, sondern die Selbstliebe zu finden. Und ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Jedenfalls habe ich das Ganze dann auch mit einmal richtig einordnen können. Dann habe ich so für mich schon gedacht, dieses Zurückrudern, das ist ja eigentlich gar kein Zurückrudern. Das ist Angst vor der eigenen Courage. Und das muss man mal ein bisschen anders sehen. Das ist gar nicht so gemeint, sondern, das war ja alles nur Spaß und Beschwichtigen und ja, Angst vor der eigenen Courage. Und sowas ist mir ja auch schon in der Vergangenheit passiert. Und sowas habe ich von mir aus auch schon gemacht. Aber nicht, weil ich das nicht gefühlt hätte, sondern weil ich gedacht hätte, oh mein, kann ich das überhaupt bewältigen? Ja, kann ich das überhaupt handeln? Was geht da ab? Ja, wenn ich da mich jetzt voll einlasse oder so, was geht da ab? Und dann erstmal vorsichtshalber ein Stück zurückrudern. Naja, das hatte ich also für mich schon so ein bisschen so eingeordnet. Und ich war so erstaunt, dass ich gar nicht so erschüttert war und traurig war, wie es früher gewesen wäre, ja. Und dann habe ich am Abend erstmal wieder mit Claudia, mein Engel, und dann auch noch mit einer anderen Freundin Kontakt gehabt. Und die haben beide das Gleiche gesagt. Die eine hat sogar das richtig ausgedrückt, Angst vor der eigenen Courage. Und da war ich doch sehr erstaunt. Da habe ich gedacht, super. Ich bin dankbar, dass die beiden Mädels das gesagt haben und mir bestätigt haben. Aber ich bin auch dankbar, dass ich das alleine schon herausgefunden habe und für mich selber relativieren konnte. Ich bin, habe ich ein paar Mal schon gesagt in der letzten Zeit, aber ich sag's nochmal, ich bin verdammt stolz auf mich. Weil das, was ich leiste, und ich rede jetzt nur von mir, ja, aber viele, unendlich viele von euch leisten genau das Gleiche. Und Leute, es wird Zeit, höchste Zeit, dass wir mal anfangen, auf uns stolz zu sein. Dass wir überhaupt noch leben. Dass wir jeden Tag wieder überleben. Das ist mal wirklich ein Grund, uns auf die Schulter zu klopfen. Naja, das war jetzt so spontan dazwischen. Jetzt habe ich glücklicherweise den Faden verloren, was ich denn eigentlich sagen wollte. Ja, also alles war gut. Es war so ein kleines bisschen so, ach wie schade. Und dann war ich aber wieder in meiner Mitte. Und dann habe ich gedacht, ja, ist denn überhaupt ein Grund zu sagen, ach wie schade?
Das ist zwar okay, ich akzeptiere das, dass mein menschlicher Anteil sagt, ach wie schade, aber nur ganz zart, ja, gar nicht mal doll. Aber gucken wir doch erstmal, wie es wird. Und was war heute? Er ist wieder aufgetaucht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Schon wieder ist er heute vorbeigekommen, zwar im unverfänglichen Rahmen, aber ich habe gemerkt, aha, interessant, hättest du ja auch nicht müssen. Also ganz, ganz süß irgendwie. Und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das ist so etwas, was ich, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gehabt habe. Ja, vielleicht mit meinem verstorbenen Mann, aber danach irgendwie nicht. Da ist nicht dieses Leichte gewesen und dieses Spielerische und ja, das Miteinander rumflirten und aber doch irgendwie schon das Herz öffnen und zu den eigenen Gefühlen stehen. Und ja, so möchte ich es auch erstmal weiterhalten. Ja, loslassen, mich zurückhalten und einfach genießen, lieben, aber nicht unbedingt einen anderen Menschen, sondern mich selbst lieben. Denn das, was ich an ihm liebe, und das tue ich wirklich, das ist ein Teil von mir. Und auch er ist ein Teil von mir, so wie ich ein Teil von ihm bin. Und das ist das Geschenk, das wir uns gegenseitig machen, dass wir unser Leben betreten haben, damit wir uns spiegeln und damit wir diesen Anteil uns spiegeln, gegenseitig spiegeln, den wir lieben und erkennen, dass es wir selbst sind. Und wenn das wachsen kann, dann glaube ich, dass wir wirklich in die Selbstliebe kommen und immer mehr und immer mehr. Und dabei kann uns doch hervorragend auch ein anderer Mensch helfen, wenn wir uns bewusst sind, dass es nicht um den anderen Menschen geht, sondern in erster Linie, sondern um uns. Und wenn wir dann in diese Selbstliebe kommen, dann ist es auch erstmal egal, was der andere macht, weil wir lieben uns ja selbst und darum geht's. Und ich glaube, aus dieser Selbstliebe heraus, was soll denn im Außen anderes passieren, wenn wir immer tiefer in die Selbstliebe gehen? Da kann doch selbst das Universum nichts anderes mehr liefern als Liebe. Ja, diese Sachen, die hatte ich wohl heute Nachmittag in einer Sprachnachricht auf WhatsApp geschrieben und da wurde mir dann gesagt, Mensch, das müsste ich unbedingt in ein Video bringen und dann mache ich es doch mal gleich. Ja, aber das ist so, das habe ich auch erkannt. Und es ist noch eine zweite Sache passiert. Ich war offenbar in dieser Selbstliebe. Und ich bin dann heute Nachmittag dahin gegangen, wo letzten Donnerstag das Tribunal war, wo ich so richtig fertig gemacht wurde. Ich denke, ihr erinnert euch. Und ich habe gedacht, willst du da überhaupt hingehen oder nicht? Und dann habe ich gedacht, ja, warum sollst du da nicht hingehen? Du bist da immer sonst und du willst auch da sein, weil du dich wohlfühlst und weil du die Leute sehen willst und weil es dir da gut geht. Jedenfalls die anderen Leute. Und dann bin ich hin und habe so auf dem Weg noch gedacht, ist doch egal, ich gehe da hin, ich bleibe bei mir. Was soll mir dann schon geschehen? Was ist passiert? Sie haben sich um mich herum geschart. Ich weiß gar nicht, was ich geht. Ich habe gar nichts getan. Ich war einfach. Ich war einfach nur ich selbst. Und sie haben sich die ganze Zeit um mich herum geschart. Und ich habe gedacht, was ist hier los? Also am liebsten hätten die, habe ich das Gefühl gehabt, die hätten sich noch am liebsten auf meinen Schoß gesetzt. Und ich musste, aber ich bin auch da bei mir geblieben. Ich musste ein bisschen grinsen. Ich war höchst erstaunt. Aber ich bin auch da bei mir geblieben und war einfach ich selbst. Ich habe mein Herz aufgemacht. Und habe mich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe versucht, es waren zwar kleinere Störungen dann von außen, aber ich habe versucht, mich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich habe es einfach so angenommen, wie es war, wie es sich mir gezeigt hat. Und wenn dann ein kleiner Moment Angst kommen wollte oder so, was jetzt, ob das wohl nach hinten losgeht, dann habe ich auch gedacht, okay, das ist ja normal, das darf sein, alles gut. Und dann durfte es sein und dann durfte es aber auch wieder gehen. Und dann hat sich die ganze Situation auch mit diesen Störungen, die hat sich so positiv gestaltet, dass diese Störungen von allein wieder verschwunden sind. Und da habe ich wieder gestaunt. Und ich bin jetzt eine Stunde circa wieder zu Hause und mache noch unter dem Eindruck des Nachmittags mache ich dieses Video. Und ich freue mich und Ich
ich freue mich und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich warm an, weich an, fließend an und ich bin zufrieden. Und auch mit meinem Verliebtsein. Ich lebe das einfach weiter und wir beide leben das weiter. Und wir wissen beide nicht, was daraus wird, aber ich glaube, darum geht es auch gerade gar nicht. Und wir müssen alle, glaube ich, umlernen und sagen, und wenn die Dinge im Außen noch so unmöglich erscheinen und sagen, das geht doch nicht, dann müssen wir uns fragen, glaube ich, was geht da nicht? Und vor allen Dingen, wer redet hier gerade? Und warum sollte dies und jenes eventuell nicht gehen? Das sind die Fragen, glaube ich, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir darauf eine Antwort haben, dann uns fragen, was möchte mein Herz? Und wenn das im Außen oder die Sätze, die wir im Kopf haben, damit in Übereinstimmung ist, dann ist ja alles gut. Wenn das nicht damit in Übereinstimmung ist, dann sollten wir fragen, aha, das Herz will das und das. Und was will der Verstand? Das und das. Ja, das ist wahrscheinlich der Verstand, der gerade redet. Und dann sollten wir beides versuchen zusammenzubringen und zu gucken, ist es hier richtig aufs Herz zu hören oder ist es richtig auf den Verstand zu hören? Und im besten Fall gibt es einen Mittelweg. Ja, das hat ja schon Buddha gesagt. Der beste Weg ist der Weg der Mitte. Und ich glaube, dass es diesen Weg immer geben wird. Und wenn wir ihn nicht gehen können, aus irgendwelchen vermeintlichen Unvollkommenheiten, ja, so what, dann ist es halt so. Dann können wir ihn eben nicht gehen. Aber wir wissen, dass wir in jedem Moment unser Bestes tun. Und wir sind hier auf die Erde gekommen. Und es war ein ganz schönes Wagnis, was wir getan haben. Und wir haben verdammt viel Mut bewiesen, hierher zu kommen. Und jetzt ist es teilweise manchmal schwierig. Ja, wir sind so, wie nennt sich das? Wir sind so verzwickt und so drin. Ich weiß gerade das richtige Wort nicht. Wir sind so eingemeindet in das, was wir als Leben kennen und das, was unser Verstand eben sagt. Ich weiß immer noch nicht das richtige Wort. Wir sind da so eingesponnen. Das ist im Laufe der Zeit so normal für uns geworden. Und da ist es doch völlig klar, wenn wir nicht immer gut und perfekt reagieren können. Aber das dürfen wir annehmen und sagen, Kirstin, ich liebe dich trotzdem. Oder gerade deshalb. Ja, entweder trotzdem oder gerade deshalb. Ja, Selbstliebe, das A und O. Natürlich wissen wir das alle und ich konnte es auch seit Jahren rauf und runter beten. Und jede gute spirituelle Seite oder Buch oder was weiß ich auch immer, Video, sprechen von Selbstliebe. Aber ich habe nie gewusst, was es ist. Mein Verstand hat immer gesagt, ja, 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 brav abgenickt. Aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Und jetzt lerne ich es, für mich einzutreten, mich zu lieben, als allererstes zu akzeptieren und zu lieben, obwohl oder gerade weil. Ja, egal was, bedingungslos zu lieben, weil ich bin großartig und du bist großartig und er, sie, es ist großartig und wir alle sind großartig. Und ich glaube, darum geht es als allererstes, bevor wir irgendetwas anderes kennenlernen und irgendwas anderes machen. Wir alle, jeder einzelne von uns ist großartig. Und wenn jeder sich selber liebt, dann ist keiner mehr alleine. Wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist auch keiner mehr alleine. Dann hat jeder zumindest eine Seele bei sich, die sich um sich kümmert. Oder um ihn oder sie kümmert. Und aus diesem Gefühl der Fülle, was wir dann ja bekommen, können wir uns auch um andere kümmern. Und aus diesem Gefühl der Fülle können wir uns selbst lieben. Und wenn wir uns selbst unendlich lieben, dann ziehen wir auch diese Liebe an, dann ziehen wir auch diese Fülle an. Dann gönnen wir uns alles. Dann wissen wir haben es verdient. Jeder, ganz einfach, weil wir da sind, haben es verdient. Und zwar nicht durch Dienen, ja, dass wir uns irgendwas erarbeiten müssen, sondern wir haben es uns verdient. Genauso wie man dieses deutsche Wort kennt. Ja, was für ein Plädoyer. Und am Anfang habe ich noch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das wieder ausdrücken? Aber das ist wirklich so. Wenn ich erst mal anfange, dann sprudelt es. Und dann gehe ich auch mit diesem Vertrauen daran, aha,
Wenn ich diesen drängenden Impuls habe, jetzt ein Video zu machen, dann ist mit Sicherheit irgendjemand da, der mir hilft. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube, der oder die ist gut. Weil ich weiß noch, wie ich früher so viel rumgestottert habe. Und ich stotter ja zwischendurch immer mal wieder. Aber das darf dann auch so sein. Aber wenn ich jetzt so mich beobachte beim Reden, dann muss ich sagen, es redet mich gut. Ja, ihr Lieben, mein Bauch gluckst bis ins Unendliche. Ich hoffe, das kriegt man im Video weggeschnitten. Ich muss hier dringend irgendetwas essen. Und ich drücke euch ganz dolle und werde euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, was sich in Sachen Selbstliebe ergeben hat. Und natürlich in Sachen Verliebtsein. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, passt schön auf euch auf. Macht es gut. Alles Liebe. Bis bald.